Sind wir nicht eigentlich schon längst in einem Bärenmarkt, haben es aber nicht so wirklich realisiert bisher? Das ist die große Frage. Jedenfalls sagt Morgan Stanley in einer neuen Analyse, ja, es ist ein Bärenmarkt, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zum Ausblick auf das Geschehen an den Märkten heute, nachdem es gestern, um damit gleich mal anzufangen, ja ziemlich turbulent zuging. Das wollte ich nicht zeigen, sondern das hier sehen wir, das, was Holger Czepitsch auf den Punkt bringt, die Unsicherheiten, die Sorgen um die Entwicklung in Hongkong und Argentinien sind es derzeit, die geopolitisch vor allem hier für Verwerfungen sorgen. In Hongkong ist die Lage ein bisschen beruhigt, da hat der Hongkonger Flughafen wieder den Betrieb aufgenommen, aber die Regierungschefin hat harsche Worte wieder gegen die Demonstranten gebraucht. Nach wie vor droht eine militärische Intervention und vor allem, wir haben dann die Geschichte mit Argentinien, massiver Crash gestern des argentinischen Peso, der weit über 30% seines Wertes verloren hat. Wir haben dann vor allem die weitere Invertierung der Zinskurve mit einem neuen Allzeittief zwischen der dreimonatigen Anleihe in den USA und der zehnjährigen US-Staatsanleihe. Und wir haben eben auch insgesamt natürlich jetzt ein etwas angeschlagenes Sentiment. Das sehen wir dann auch an den asiatischen Märkten. Topics, also in Japan minus 1%, Nikkei minus 1,12%. Wir sehen den Hang Seng mit 1,86% im Minus. Shanghai knapp 1%, Shenzhen Composite 1,44%. Also um und bei das, was die Amerikaner gestern verloren haben mit 1,5%. Aber schauen wir uns mal eben das an, was Morgan Stanley hier sagt. Und die haben schon einen Punkt. Man kann es wohl nicht anders sagen. Hier zeigt man folgende Grafik. Das ist ein Bullenmarkt. Bullenmarkt hier anhand des MSCI World. Also praktisch des ETFs, das so ziemlich alles abbildet, was an Marktkapitalisierung relevant ist. Und wir hatten eben bis 2018 einen Bullenmarkt. Aber das, was wir seitdem sehen, ist nicht ein Bullenmarkt. Wir sind jetzt an zentralen Unterstützungen. Wir haben eine nach unten gerichtete Handelsrange derzeit. Und selbst wenn wir uns den S&P 500 anschauen, dann sehen wir hier, jetzt sind wir um und bei dort, wo wir Anfang 2018 waren. Da waren wir eben auch in dieser Zone, naja, 2880 um und bei, wo wir derzeit handeln. Wir hatten dann hier dieses Allzeithoch über der 3000er Marke, aber was da auffällig ist, es sind vor allem defensive Sektoren, die hier neue Allzeithochs erreichten. Utilities, also Versorger, REITs, praktische Immobilienwerte, also Dinge, die nicht wirklich jetzt so assoziiert sind mit Highflyertum, mit Euphorie, mit etwas, was sozusagen auf Wachstum deutet. Ja, wir hatten die Tech, den Tech-Sektor auch auf Allzeithoch, Consumer Discretionary, also Dinge des nicht täglichen Bedarfes, die man sich kauft, Elektronikgeräte etc. Aber es sind eben 6 Sektoren von 11 insgesamt, die keine neuen Allzeithochs erreicht hatten. Und wir hatten viele Werte, viele Aktien, die doch Schwäche zeigen, während es wenige Aktien wieder mal waren, die die ganze Geschichte nach oben gezogen haben. Derzeit ein großes Thema. Und warum wir gestern dann Schwäche gesehen haben, das war die Entwicklung hier bei den US-Staatsanleihen. Hier die 30-jährige US-Staatsanleihe, die fast unter einem nur noch knapp über dem Allzeittief bei der Rendite handelt, bei 12,126%, so bei 2,10 war das Allzeittief. Und als die Renditen weiter gefallen sind gestern, vor allem der 30-jährigen US-Staatsanleihe, da ging es dann auch mit den Märkten an der Wall Street nochmal deutlich bergab. Also das ist sozusagen jetzt immer der Gradmesser. Renditen in den USA, vor allem natürlich auch in Europa, deutsche Bundesanleihe, aber fallen die Renditen, dann dürfte das negativ für das Aktienmarktsentiment sein. Steigen sie, ist das gut für das Aktienmarktsentiment? Schlecht ist das Sentiment derzeit bei den Banken. Wir hatten gestern gesehen, die Commerzbank mit neuem Allzeittief. Wir sehen, dass jetzt die Commerzbank etwa 6 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung hat. Die Deutsche bringt es noch auf 12 Milliarden und die Deutsche, wenn man die mal mit dem amerikanischen Platzhirschen JP Morgan vergleicht, der mal auf Augenhöhe war mit der Deutschen Bank oder die Deutsche mit JP Morgan auf Augenhöhe, die Amerikaner haben jetzt 307 Milliarden an Marktkapitalisierung. Das entspricht dem 26-fachen der Deutschen Bank. Wir sehen merkwürdige Bewegungen auch bei der HSBC, dieser Großbank, da tritt ein Vorstand nach dem anderen zurück, der Aktienkurs fällt. Also irgendwas ist da im Busch. Wir haben sozusagen Stress im Bankensystem. Wir haben
eine weiter sich verschlechternde Stimmung hier, der Morgan Stanley Business Conditions Composite Index. Und wir hatten im Juni so eine leichte Erholung gesehen, aber das ist jetzt wieder eingebrochen. Und wenn man sich die Anleihemärkte anschaut, das sind die sogenannten Near-Term Treasury Spreads, also das sind kürzer laufende Anleihen, die auch derzeit investiert sind. Da sehen wir, dass wir eine Wahrscheinlichkeit hier eingepreist haben für eine Rezession, die derzeit bei fast 90% liegt. Also die Dinge verdüstern sich wieder, nachdem es im Juni so ein bisschen wieder Hoffnung gab, dass die Dinge besser würden. Aber diese Hoffnung hat sich bislang im Mindesten nicht erfüllt. Schauen wir uns mal hier die Daten heute an. Wir haben den ZEW-Index heute um 11 Uhr. Das wird als Stimmungstest wichtig, auch wenn der ZEW deutlich weniger wichtig ist als der IFO. Und wir haben dann die Verbraucherpreise in den USA. Auch das wird natürlich sehr wichtig. Inflation ist ein Thema, das bald durchaus aufpoppen könnte. Was wir hier sehen, das ist der DAX. Der hält sich eigentlich besser in den letzten Tagen als die US-Indizes. Wir sehen den Index bei 11.682. Wir haben den S&P 500. Die Charts wieder von Capital.com, by the way. Wir haben den S&P 500 bei 2.886. Wir haben den Tech-Index 100, Nasdaq 100, 7.574. Wir haben den Dow Jones knapp unter der 26.000er-Marke. Wir sehen den Euro bei 1.1190, ist gestern dann doch noch unter die 1.12er-Marke gefallen. Gold hält sich nach wie vor auf erhöhtem Niveau, profitiert natürlich von diesen geopolitischen Unsicherheiten. Wir sehen das amerikanische Crude Oil, das sich gut halten kann, $54.71. Und wir sehen dann den Dollar-Yuan bei 7, knapp 10. Das Fixing der chinesischen Notenbank wieder ein bisschen tiefer bei 7,03 und ein paar zerquetschen. Man geht also Stück für Stück weiter in Richtung Schwächung des Yuan, reagiert damit aber auf das, was ja wirklich an den Devisenmärkten passiert. Wir haben gestern gesehen, dass die Schwellenländerwährungen gegenüber dem Dollar massive Probleme haben. Dementsprechend ist auch der Yuan natürlich tendenziell abwertungsgefährdet gegenüber dem US-Dollar in einem solchen Umfeld. Also, wir sind möglicherweise schon in einem Bärenmarkt, der mindestens 2018 vielleicht schon begonnen hat. Die Amerikaner haben eine Sonderstory darin gespielt, haben nochmal aufgrund der Steuerreform-Push-Situation dann ein neues Allzeithoch gemacht. Das hat aber in der internen Struktur nicht wirklich überzeugt. Die Aktien global sind eigentlich schon in einem Abwärtstrend. Das gilt ja auch für den DAX, der meilenweit von seinem Allzeithoch entfernt ist. Und es wird so ein bisschen kaschiert durch die Amerikaner, dass eben die Dinge vielleicht schon längst schwieriger geworden sind. Wir sehen massive Revisionen der Gewinnerwartungen jetzt auch in den USA. Und damit stellt sich dann eben auch die Bewertungsfrage, wie adäquat sind die Bewertungen an den Märkten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber es ist jetzt eine interessante Situation, saisonal ungünstig tendenziell. Und wir dürfen gespannt sein, ob diese geopolitischen Dinge sich wieder beruhigen oder eben weiter hochkochen. Davon wird ein Stück weit abhängen, wie die Märkte jetzt weiterlaufen. Ich wünsche erst einmal einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Alles Gute, Servus und Ciao.